Haha, willkommen zum Fund des Tages. Servus meine Freunde, so ich bin wieder auf dem Musketen, Kugelfeld, Acker, Schlachtfeld, Kriegsteil und Wind nach wie vor das gleiche. Ab und zu mal Regen, böse, aber hier der Faden ist weg, den habe ich abgemacht. Ich habe mich mal bald bepullert zu Hause beim letzten Mal Video schneiden. Ja, dann wollen wir mal sehen, was das ist. Kommt mit dabei, mein Labitrack. Dorthin gucken und wir sehen uns beim ersten Signal. So Freunde, mit was geht's los? Ich zeig's euch. Wenn der Pinpointer will. Da ist es, und zwar haben wir Musketenkugel. Eine Musketenkugel. Der Tag fängt an mit einer Musketenkugel. Und da geht bestimmt auch weiter mit Musketenkugeln, aber das werden wir gleich sehen. Jetzt machen wir mal live, jetzt hat der Wind ein bisschen nachgelassen. Was haben wir hier? Ja. Eine Musketenkugel. Weiter geht's. So, das ist jetzt mal kein typisches Musketenkugelsignal. Da gucken wir auch, was es ist. Ja, die vertragen sich nicht, die Kollegen. Ja. Weiter geht's. Das nächste, aber ich denke mal, das ist wieder eine Musketenkugel. Ich stelle mich mal hier wieder ein bisschen davor, weil das zieht hier wie Atze her. Mensch, komm raus. Doch, die Schafe. Nee, keine Musketenkugel. Doch? Nee. Die nächste. Jetzt haben wir mal was anderes wie eine Musketenkugel. Und zwar sieht aus wie eine Bleiblampe. Schaut mal, das pfeift dann hier alles unter ins Mikro. Da. Ich vermute mal eine Bleiblampe. Machen wir mal das Coinpad raus. Nicht, nicht. Ja, geht gleich weiter, der ist hungrig. Der will weitermachen. Ist das eine Bleiblampe? Das ist eine Bleiblampe. Das ist wie so eine Tuchplampe. Da haben wir sie. Wird gereinigt, zeige ich dann. Jetzt habe ich ja ein Signal an der Oberfläche gehabt und hier sieht aus, wo ist es jetzt hin? Hier sah es aus, das war ja irgendwas. Wo ist es hin? Ist weg? Mensch, ich bin so aufgeregt heute schon wieder, ja. Hä? Da ist es. Da ist es! Und zwar haben wir hier ein Knopf. Ganz dünn. Muss ich mal wieder rumsetzen hier. Wirklich ein hauchdünnes Knöpfchen. Also, ich habe dann wieder hier etliche Punkte eingemessen hier. Hauchdünn. Aber ist leider nicht drauf zu erkennen. Kommt mit ins Coinpad. Und es geht weiter. So, das nächste. Ja, das schrie schon regelrecht nach Musketenkugel her. Ja.
Ja. Es hat geblägt und wir haben es gefunden. Muskatenkugel. Bis zum nächsten. So, hier habe ich das nächste. Das ist diesmal keine Muskatenkugel. Ich muss mal bitte das Telefon da halten hier. Da. Muskatenkugel ist es keine. Irgendein anderes Gebilde aus Blei würde ich behaupten wollen. Na, stelle ich mal hin. Und jetzt ziehen wir es mal durchs Coinbett. Jetzt hat gerade der Wind wieder ein bisschen nachgelassen. Und der Wind ist so pervers hier, ey. Da denkst du, steht hinter dir einer mit so einem Turbogebläse. Da hast du schon die viele Haare hier und da flattert das unter der Mütze. Was auch immer das ist. Sieht schon mal kurios aus. Na, vielleicht kann man dann zu Hause ein bisschen mehr rauslocken hier. Ich weiß nicht, ob das schon immer so umgebogen war oder ob das... Ah, klar, jetzt erkenne ich es. Das ist bestimmt da quasi der Boden von einer Bleifigur, von den Bleisoldaten gewesen. Und hier ist der Rest von dem Fuß dran. Also quasi aufgebogen. Ja, alles klar. Bis später. Oh Freunde, jetzt habe ich die erste Münze gesehen. Jetzt ist es wieder weg. Ich habe doch gerade eine Münze gesehen. Ah ja. Da haben wir sie. Quatsch, Münze. Sachsensondler. Ein Knopf, ein gegossener. Mit Öse sogar noch. Meine Fresse. Fahren wir vorsichtig drüber. Ja, ist leider blank. Aber gegossen mit Öse. Und ich dachte, die erste Münze. Oh, kommt bestimmt gleich noch was. Bestimmt. Auf zum nächsten. Mensch, Meier, ich würde gerne mal live filmen. Es geht nicht. Der Wind ist wirklich extrem. Also ich will nicht jammern, aber in dem Fall musste jammern. Hier haben wir das nächste. Ein Knopf. Ich dachte jetzt auch gerade wieder eine Münze. Aber diesmal ist er weg. Nee, gleich ist er wieder da. Ich habe ja mehrere Signale auf einen Haufen. Also normalerweise könnte ich die Kamera wieder anlassen. Aber aufgrund des Windes, wo wir wieder beim Jammern sind, ist das schlecht möglich. Da hört er gar nicht. Guck mal, jetzt liegt mein Handschuh fort. Oh, ich könnte brechen schon wieder her. Knopf. Hier steht sogar irgendwas drauf. Oder auch nicht. Gut, ab ins Coinpad. Jetzt muss ich erstmal meinen Handschuh wiederholen. Und dann machen wir gleich das nächste Signal, was daneben ist. Oder wisst ihr was? Ich lasse euch gleich mal dran. So. Jetzt hat der Wind gerade nachgelassen, ein ganz kleines bisschen. Also ich rede mir das auch ein bisschen schön. Oh, der Detektor, der quiekt auch schon wieder. Und jetzt nehme ich euch mal in die Hand hier. Das nächste irgendwo. Da ist das nächste. Gerade eben, das nächste. Ach, was hier ist? Ich hoffe, man versteht mich. Stecken wir einen Pinball da rein. Wir improvisieren jetzt mal ein bisschen hier. So, hier war das nächste. Hä? Oh, leck dich so am Arsch. Das hätte ich mal sparen können. Aber ihr seht, hier gibt es auch Blech. Auf zum nächsten ordentlichen. Ich hatte jetzt eigentlich aufgehört, die Musketenkugeln zu filmen. Hier habe ich eine schöne. Die hat man am Bibus oben dran gehabt. Da. Also schön ist sie nicht mehr, aber der Bibus oben dran, das hast du ja nicht allzu oft. Da, genau. Da ist er. Und zum nächsten. Und das nächste. Ich tippe mal auf. Ich hätte jetzt gesagt Münze. Ich hätte jetzt wieder Münze gesagt. Also wieder ein Knopf.
Das ist Knöpf- und Musketenfell, Musketenkugelfell. Oh, das pfeift immer doller. Und hinten kommt wieder eine schwarze Wand. Da muss ich mich dann erstmal irgendwo hier eingraben oder was. So, das nächste, schöner, großer Knopf. Leider blank. Auf zum nächsten. So, jetzt kriege ich gleich wieder ein Herz, Kasper. Jetzt habe ich ja gerade wieder was zu Tage befördert. Irgendwas. Ja, zitter ich gleich. Was Grünes. Ah, oh, geil, ein Kreuzer. Oh, diesmal siehst du noch was drauf. Ich war blöd. Ein Kreuzer, ein Kreuzer. Sonst habe ich die hier, guck. Sonst habe ich die Dinger immer leichenmäßig tot. Aber... Guckt euch mal den Kavenzmann von Münz an. Alter Schwede. Ey, 1762. Jetzt erkennt man immer was drauf. Oh, guck mal. Dick wie... Ey, hier wird es gleich viel anfangen mit Regnen hier. Dick wie Atze, wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen würdet. Boah. Kreuzer 1762. Jibiaje. Oh, weiter geht's. Jetzt habe ich wieder was Komisches gefunden. Ist auf jeden Fall aus Blei. Kann es das sein, dass es hier vom Gießen von der Musketenkugel ist? Ein Bibus hier oben hier, wo quasi man das Nein gießt oder irgendwas anderes Kurioses. Upp. Fliegen kann so. Ja, aus Blei. Ja, mal sehen. Weiter geht's. Ey, der Wind ist abartig. Hier haben wir das nächste. Ich dachte jetzt auch gerade wieder eine Münze, aber es ist ein Knopf. Aber... Da ist auch nichts drauf. Aber ein schöner Knopf. Was heißt schön? Alles, was ich finde, ist irgendwo für mich schön. Oh, hier ist doch irgendwas ist ja drauf. Irgendein Muster. Kann natürlich auch ein... Das müssen wir mal gereinigt sehen. Kann natürlich auch durch den Rost sein. Das ist hier quasi... irgendein Muster drauf gebildet hat. Man sieht ja bloß die Naht hier vom Gießen. Ja, gucken wir uns in Ruhe zu Hause an. Coinpad füllt sich. So kann es weitergehen. So, hier wieder Oberflächensignal gehabt. Oberflächenfund. Knopf. Den hatten wir gerade schon mal mit Öse. Ja, der ist ein bisschen größer hier. Der ist wesentlich größer. Ganz leicht drüber fahren. Oh, das zieht ja. Oh, daneben habe ich gleich noch ein Signal. Das buddeln wir auch gleich. Schöner Knopf. Knopf und Musketenkugelfeld. So, und daneben das Signal war wieder eine Musketenkugel. Also Musketenkugel filme ich jetzt keine mehr. Bis später. So, hier haben wir das nächste. Ah, was ist denn das? Was ist denn das? Ist das ein Stück Löffelstiel? Stuhl? Ist das ein Löffelstuhl? Ein Löffelstiel, wollte ich sagen. Irgendwie sowas in der Art. Och schön, jetzt hat der Wind mal kurz nachgelassen. Weiter geht's. So, probieren wir wieder ins Live. In der Hoffnung, dass es keine Musketenkugel. Lalalala. The next one. Musketi. Weiter geht's. So, jetzt habe ich das nächste. Alles klar.
Ich würde sagen, mittelalterlich. Jetzt fängt es erstmal an, richtig zu regnen. Da muss ich mir jetzt mal ein Plätzchen suchen zum Unterstellen. Ich baue mir schnell was. Schlüssel habe ich ja dazu. Bis später. Jetzt nehme ich es da mal in der Hand hier, das Telefon. Hier haben wir einen Oberflächenfund. Wieder ein Knopf. Öse es ab. Es hat jetzt wieder so viele Musketenkugeln hier. Und jetzt haben wir wieder einen Knopf. Bis zum nächsten. So, jetzt ist der Sandelgott wenigstens magnetisch mit mir, der Wind lässt ein bisschen nach, es regnet nicht mehr, die Sonne ist da und ein Münzchen schenkt er mir hoch. Bin ich ja begeistert. Na, was heißt Wind lässt nach? Zwei rechts, wenn ich. Da haben wir sie. Aber Münzen kommen ja nie ganz so viele. Wenn nie so gut wie fast gar keine, aber Knöpfe ohne Ende und muss gehen, komme ich sowieso. Mal sehen, was das nächste Signal bringt. Bis später. Hier war gerade die Münze. Hier habe ich einen Oberflächenfund. Irgendeine Art Marke. Aus Alu. Und weiter geht's. So, und hier haben wir eine Bleiblampe. Habe ich am ersten Blick vermutet. Und das ist auch richtig. Huch, da ist er. Eine Bleiblampe. Mal zu Hause mal reinigen. Und weiter geht's. Seit das mit dem Wind nicht sagen darf, jetzt fledert das wieder her. Mensch, ich hab abstehende Ohren und hab ich Angst, dass ich wegfliege. Ist ja furchtbar. Eine Münze. Eine Münze ist das nächste. So fett bin ich nicht, dass ich mich hier davor hocken kann, dass ich so einen Windschutz ergeben würde. Da ist er. Irgendeine sächsische. Ja, die zeigst du zu Hause nochmal. Und weiter geht's. Ich glaube, ich muss das dann hier nachsynchronisieren, wenn das so pfeift. Da mache ich hier die Sendung mit der Maus oder weiß der Kuckuck was. So, jetzt habe ich mal wieder ein Signal gefilmt, weil ich dachte, das ist wieder was anderes. Ja, es ist was anderes. Eine Musketenkugel. Jetzt muss ich anfangen, rechts und links in die Taschen zu stecken, sonst renne ich hier im Kreis, weil ich Schlagseite kriege. Weiter geht's. Yippie! Keine Musketenkugel. Ein Knöpfchen. Aber ein Mini-Knopf. Und das Schöne ist, mit Öse. Da ist er weg. Da ist er da. Da. Ganz kleiner Knopf mit Öse. Ist aber blank. Nichts drauf zu sehen. Und weiter geht's. Also jetzt hatte ich was, da stand ich kurz vor dem cholerischen Anfall. Ich dachte, jetzt verarscht mich ja irgendwas. Gesucht, gesucht, gesucht. Jetzt habe ich irgendwas Kleines hier gefunden. Oh, ich muss erstmal quasi mal ein bisschen nass machen, um zu sehen, was es denn ist. Oh Gott, fliegen mir die Knöpfe raus hier. Es ist irgendwie eine Art Anhänger oder was? Ich kann es noch gar nicht gestalten. Auf jeden Fall ist es für die Kran gearbeitet. Jetzt gucken wir mal, was hier hinten. Irgend. Ich weiß nicht, was das ist. Mit einer Öse dran. Geriffelt hier am Rand. Also, ich vermute mal,
ein Schmuckstück oder sowas. Oder ein Teil eines Schmuckstücks. Und ich würde bald mal behaupten, dass es Silber ist. Es ist Silber. Hier muss ich noch mal ein bisschen genauer gucken. Und vor allen Dingen dann mal ein bisschen genauer putzen. Das ist ein bisschen schwer hier. Die Zahnbürste, die habe ich ja letztens schon wieder verloren. Ich lese einen Schrott vom Feld und lasse meinen Plastik auf dem Feld liegen. Hier ist Silber. Yeah! Sehr schön. So, ich suche mal die Stelle noch ein bisschen ab hier. Bis zum nächsten Signal. Das ist schon wieder ein bisschen schade mit dem Wind hier. Wieder oberflächlich, recht tiefer Ton. Knopf. Ein Arsen-Bronze-Knopf. Knopf. Mit Silbermünze wäre natürlich auch wieder der Hammer gewesen. Aber in dem Fall Arsen-Bronze. Leiter ohne Motiv. 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 Sechs Schnorr, Motiv, ohne Motiv. Und ja, mal sehen, was uns der Acker noch bringt. Und das nächste, oh, die nächste Windböe kommt jetzt, wollte ich sagen. Nee, ich wollte sagen, hier, der nächste Knopf. Mini-Knopf, blank, mit Öse. Kurz und knackig. Da ist er. Jetzt möchte ich langsam wieder Richtung Auto gehen. Aber das sind ja noch ungefähr 150 Meter. Da können sie ja noch viel über den Weg. Rennen ist schlecht, aber im Weg liegen, nennen wir es mal. Bis zum nächsten. Jetzt habe ich was Komisches. Und zwar das. Das sieht aus wie ein Messergriff oder sowas. Ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, das ein bisschen zu reinigen. Ein Beschlag oder sowas ist es auf keinen Fall. Ich würde mal behaupten, es ist wie eine Art Messergriff. Ja, ich habe jetzt keine Möglichkeit, das zu reinigen. Wir gucken es uns dann an. Bis später. Also, bis auf die große Silberne vom letzten Mal ist das wieder genauso eine geile Runde. Hier habe ich das nächste. Wieder ein Knopf. Aber auch leider blank, ohne Öse, entöst quasi. Ja, das Auto kommt immer näher und Funde kommen ja auch noch jede Menge. Und nach Hause wollte ich eigentlich auch, muss ich, will ich auch. Ja, weiter geht's. Hallo. Da hatte ich wieder eins, was aber nie wie Muskatenkugel klang. Und deswegen machen wir das nochmal zusammen. Bin ich mal gespannt. Och Mensch, Menu! Muskatenkugel! Was hat denn die für ein Ding weg hier? Also das war mal eine Muskatenkugel. Ja. Keine Ahnung, was mit der passiert ist. Keine Ahnung. Weiter geht's. Sag mal, das will nicht stopp machen. Ich muss mit der Nase das Telefon bedienen. Haha, willkommen zum Fund des Tages. Ein Axtkopf. Aber das Ding sieht nie aus wie DDR. Oder ein paar Jahre eher. Das Ding sieht ja richtig alt aus.
Also nicht so doll alt, dass es grün ist hier, sondern alt. Geil. Wird klar eingemessen. Also das passt auch zu den ganzen Musketenkugeln, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Zeit her. Geil. Ist wieder hier mit ein bisschen fast Pipi in der Hose hier. Geiles Teil. Geiles Teil. Wird eingemessen. Herrlich. Ich könnte aufhören, ich kann jetzt nach Hause fahren. In dem Sinne, bis später. Ich komme halt gar nicht beim Auto an. Hier habe ich das nächste. Wieder ein Knopf. Aber der scheint nie ganz so alt zu sein. Mit Öse. Alter Schwede, ist das wieder eine geile Runde heute her. Phänomenal. Hast dann wieder Schreibkram wegen der Fundmeldung ohne Ende. Aber das ist es eben wert. Und weiter geht's. Auto kommt immer näher. Jetzt habe ich das nächste komische. Was heißt komisch? Ich dachte gerade, es ist eine Musketenkugel. Nee, Pustekuchen ist keine Musketenkugel. Das ist keine Ahnung, was das ist. Entweder eine Art Plumpe oder sowas. Aber das hat hier solche Punkte drauf. Das sieht ja aus wie keine Ahnung. Also ich. Eine Plumpe? Ist das eine Plumpe? Was soll denn das sein? Ist das zusammengerollt? Muss ausgerollt sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht's kurios aus. Du musst das auf. Das muss ich dann zu Hause mal in Ruhe machen. Huch, ich will sie nicht kaputt machen. Ja. Das gucken wir uns in Ruhe an. Weiter geht's. Das nächste. Da ist es. Ich weiß bloß nicht, ob es eine Münze ist oder ein Knopf. Das ist eine Münze. Wieder so ein riesen Johnny. Aber ich tippe mal hier auf Kreuzer. Guck mal, sieht doch schon gut aus. Sieht richtig gut aus. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier durchfahren soll. Ja. Nehmen wir mal hier dieses Ding beiseite. Alter Schwede, ist das wieder geil. Oder ist das? Ich muss mal hier den Handschuh ausziehen, nicht dass er wieder fortfliegt. Nee, da kennst du nicht drauf. Und die ist auch dünner wie der Kreuzer, muss ich sagen. Das werden 3 Pfennig oder sowas sein. Ja, gucken wir zu Hause in Ruhe. Sehr schön, doch, sind 3 Pfennig. Meine ich zu sehen. Und weiter geht's. Ja Freunde, ich bin immer noch auf dem Weg zum Auto. Also das waren 150 Meter. Ich habe die Hälfte geschafft. Ich müsste mir das glaube für das nächste Mal aufheben hier. Hier kommt wieder eins nach dem anderen. Alter, das sind Acker, sowas musst du haben. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, die Murmel habe ich vorhin auch noch gehabt hier. Aber habe ich nicht gefilmt. Ey, das ist wirklich, das müsste mehr verteilt sein auf die ganzen Tage. Aber ich bin ja am Ende nicht lange. Sind das 3 Stunden? Ja, was ist denn das? Was ist denn da drauf? Ach ja, ja, nee, doch. Hä? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist denn das? Was ist denn das?
Das habe ich ja noch nie gesehen. Die ist so doll dünne. »1798« lese ich schon mal drauf. 3 Pfennig oder sowas. Gucken wir uns da nochmal an. Interessant. Also wieder bunte Mischung, alles dabei. Ach, das ist immer glücklich. Bis später. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wo muss ich dorthin gucken? Da. Daumen nach oben, abonnieren bitte nicht vergessen und dann geht's weiter. Danke nochmal an die ganzen Abonnenten, an die ganzen Zuschauer, das klingt immer so geschwollen, aber an die Leute, die quasi den Pfeffer gucken, den ich hier veranstalte. Und besten Dank nochmal, bis zum nächsten Video und tschüss.